Servus und hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Alcatraz. So, wir befinden uns immer noch vor dem Apartment und gehen jetzt hinein. Hallo. Verdammt! Jemand hat unsere Wohnung auseinandergenommen. Nee. Das sieht hier nicht immer so aus. Doch, das wollte ich aber gerade sagen. Sieht immer so aus. Bisschen viel. Wir arbeiten uns von oben nach links, unten rechts. Der Lampenschirm. Ach, den Kronleuchter haben sie verschont. Sieht aber nicht so aus. Ich hole das Velo später. Erst muss ich dieses Chaos hier aufräumen. Aber das dauert etwas länger. So, Garderobe. Oh nein, meine Kleider. Jetzt muss ich sie alle wieder bügeln. Wehe, sie haben meine Klamotten zerrissen. Ich will nicht tagelang in dem gleichen Outfit rumrennen müssen. Und? Ja. Puh, schon viel besser. Wenn ich die Beute, die Joe versteckt hat, nicht finde, macht Mickey mich kalt. Und Joe lügt mich immer noch deswegen an. Schätze mal, er hätte nicht erwartet, dass ich seinen Plan im Globus finde. Bin vor einer Woche zufällig drüber gestolpert. Das ist ein Hinweis, wo Joe die Beute versteckt hat. Zum Glück hat Mickey das nicht gefunden. Man muss einfach nur Mexiko und Hawaii drücken. Dahin wollten Joe und ich abhauen. Clever, clever. Glaubt er, ihr schafft's rechtzeitig aus dem Knast, um mich zu retten? Oder will er das Geld einfach mehr als mich? Sieht sonst noch jemand diese gruselige schwarze Katze? Da bin ich wohl auf mich gestellt. Das wäre deutlich einfacher mit einer Tasche voll Zaster. Ohne Augen? Hallo? So anklicken kann man trotzdem alles. Jetzt ist nur alles geordnet und... Was bist du für eine Katze? Hallo? Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Ja, ohne Augen nicht so weit, oder? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Das war nicht hilfreich. Ganz ehrlich. So, Globus. Gucken wir uns das Bild aus dem Flitterwochen auch noch. Ich und Joe. Das war zerrissen. So. Garderobe ist ja wieder. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Nur diese alte Streichholzschachtel. Ja, bitte. Dann haben wir Schublade voll mit Socken und die unterste. Meine Schublade mit den Socken. Oh, eine weitere Haarklammer. Mitnehmen. Die war mal für Reizwäsche. Als ich dafür noch eine Verwendung hatte. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Teil für Joes Rückkehr aufheben sollen. Hätte sich sicher gefreut. Wild zusammengewürfelte Unterwäsche. Voller Löcher. Kann etwas wirklich voll mit Löchern sein? Jetzt werden wir aber es ist sein oder nicht sein. Nichts drunter versteckt. Kaltes, leeres Bett. Keine Zeit, mich gehen zu lassen. Ich habe Dinge zu erledigen. So. Alte Lyrikmagazine. Alte Ausgaben lokaler Lyrikmagazine. Sie halten sich nie lange. Oh, ich würde liebend gerne versacken und nur noch lesen. Bald. Ich muss die Beute finden. Bevor Mickey es tut. Bald, bald. Einige Gemälde von mir und Bernadette. Seit Joe weg ist, habe ich keine Zeit mehr zu malen. Wieso habe ich jetzt dieses Bernadette-Lied von Big Bang Theory? Ich habe nie Zeit, sie richtig aufzuhängen. Aber aufräumen. Dieses Chaos aufräumen, aber nie Zeit. Nageln jemand so? Gehen wir mal zum Telefon. Noch. Nach 10 Verhandlungen hat mir die Telefongesellschaft noch einen weiteren Monat gegeben. Ja. Ich muss meinen Kopf schon alleine aus der Schlinge ziehen. Okay, was hat das jetzt mit dem Telefon zu tun? Oder verstehe ich gerade den Zusammenhang nicht? So. Berge von Post. Überfällige Rechnungen. War klar. Briefe von... Hä?
Moment mal. Ein Brief von Joe. Ja, siehst du mal. Liebste Christine. Ich überspringe mal den persönlichen Part. Ach, verdammt. Erinnerst du dich an unseren Plan, nach Mexiko oder Hawaii abzuhauen? Mexiko und Hawaii sind unterstrichen. Du solltest das vielleicht finden. Zwinker. Hab ich schon. So gut wie neu. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Ich habe keine Zeit, Platten aufzulegen. Hast du gerade einen angemacht? Ich habe unsere Sammlung Jahre gebraucht. Und dann nimmt er eine mit. Darin verbirgt sich nichts Besonderes. Auch wenn die Wächterkatze einen anderen Eindruck vermittelt. Es klingt nicht mehr schön, seit Mickey dran rumgemacht hat. Okay, das ist die Wächterkatze. So. Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass es jemand niedergeschrieben hat. Okay. Nimm auch mit. Ach, sonst hat die immer zu viel mit. Ist klar. Was war denn da? Wäschesack. So, Druckerpresse. Joes alte Druckerpresse. Es gibt nichts, was er nicht reparieren kann. Tja, und breit Mann halt. Versteckten Geheimnisse. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ende des Monats müssen wir unser Magazin drucken. Ja, werden wir schon hinkriegen. Die Gang. Meine Beatnik-Freunde. Vor dem Café. Wir alle mochten den Kater. Aber ich habe ihn bekommen. Reden wir jetzt von Katzenkater? Oder von dem... Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. In die Handtasche passt trotzdem. Ganz sicher. Wir veröffentlichen die erste Ausgabe meines Magazins. Der Flyer für meine Poetry Party. Ah, okay, der ist das. Dann schauen wir noch meine Wäsche. Das ist nur meine Wäsche. Kann man trotzdem mitnehmen. Okay. Dann haben wir hier alles mitgenommen. Alles angeguckt. So, was sagt unser Inventar? Christine. Streichholzbriefchen. Schema für ein Safe. Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Okay, also müssen wir da später auch noch hin. Eine Streichholzschachtel aus Mickys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Ja. Meine Lieblings-Jazzplatte. Ich liebe den Pianisten. Oh, die passt in die Handtasche. Riesenschallplatte. Kleine Handtasche. Okay, lass mal so stehen. Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass es jemand niedergeschrieben hat. Das kenne ich doch schon. So. Dieser Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Oh, doch so oft. So. Also, gehen wir die Vorleiter auch. Hey, hallo. Muffin. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut. Aber nur ein Drink. Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. Hey, mach dich nicht an meine Frau. Ja. Nein, wieso reinbitten? Ich hab's einen Ehemann. Ich habe einen Kerl. Ich habe einen Ehemann. Du bist alt und vertrocknet, wenn er rauskommt. Spar dir das Gerede. Das höre ich ständig. Du wirst auch nicht jünger. Und du verschwendest deine Zeit. Lass uns zusammen abhauen. Lass uns zusammen ein Theaterstück schreiben. Ja, du bist vergeben und glücklich. Vergeben und glücklich. Lass uns wenigstens ein bisschen Velo durchziehen. Dann kriege ich wieder den Kopf frei.
Hast du noch was da? Sorry, aber find jemand anders, der dir gibt, was du gerade brauchst. Wie wär's zum Beispiel mit deiner Frau? Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich hab's einer Nutte auf dem Dachboden besorgt. Und die Kinder haben sie gesehen. Mann, hat die mir eine Szene gemacht. Ach, wenn du nicht noch eine schlimme Szene suchst, dann hau lieber ab. Wer ist der Kerl? Okay, sitzt einer an seiner Schreibmaschine? Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. Aber echt? Wie höre ich bis hier? So. Ich schlafe hier immer, wenn es drinnen zu warm ist. Heute aber nicht, es ist eiskalt. Okay. Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. Ja, passt auch noch in die Handtasche. So. Lucky Lager? Gekühltes Lucky Lager. Lucky Lager. Das beste Wegbier der Stadt. Mitnehmen. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Ach. Scheint, als wäre deren Feuerleiter weggebrochen. Hey, Nachbar! Keine Antwort. Scheinen sie nicht sonderlich beliebt hier. Teeblätter. Das wird Joe auch nicht helfen. Teeblätter, Ganz klar. Tee. Da steckt eine Metallplatte in der Erde. Seltsam. Wer hat das denn versteckt? Was denn für eine Metallplatte? Druckplatte. Joe hat Geld gefälscht. Aber warum musste er dann unbedingt einen Geldtransporter überfallen? Okay. Ich habe eine Druckplatte im Blumenkasten. Mache ich immer so. Ja. Stiefel. Ach, von hier aus kann man zum Nachbarn rüber. So, was haben wir hier? Das war zu nah dran. Dach des Nachbarhauses. Nee, da bringe ich mich nur bei um. Ich bin doch nicht mein Kater. Ich habe auch noch niemanden, der dann auf ihn aufpassen würde. Ist natürlich ein guter Grund. Spring? Okay. So, dann gucken wir uns mal die Telefonmasten an. Beim nächsten Erdbeben werden sie die ganze Stadt in Brand setzen. Ich könnte auf den Mast klettern. Aber Detective Grassy würde mich sehen. Wer ist Grassy? Okay. Werden wir auch noch rausfinden. Ein tragendes Element. Probier's. Sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Ausprobieren. Stück vom Dach. Dieses Dach macht's nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin drauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Moralische Zwickmühle. Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Gut. Dann gehen wir mal aufs Dach des Nachbarn. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Weil ich das will? Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Okay, also gehen wir wieder runter. Laufen. Wo kein Schnee, die kann gelaufen werden. Ja, der Typ sitzt da immer noch vor sich hin. Okay. Also, gehen wir weiter. Ist klar. Hallo? Katze? Erstens, du hast wieder Augen. Und zweitens, was machst du da? Hallo? So gut wie neu. Das irritiert dich gar nicht. Hallo? Jetzt noch ein Smartphone auf dem Rücken schmalen, Pokémon Go an und Eier ausbrüten. Kannst du gucken, Katze? Ah, lassen wir sie mal. Das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Okay, ich kann jetzt zwischen den ganzen Charakteren hin und her wechseln.
einfach nur auf das Bild klicken. Christines Apartment, Vivis Apartment, Mickeys, Café Napoli. So, was haben wir hier? Alcatraz Pier. Dann gehen wir erstmal in Vivis. Viv mochte Joe. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Dann gehen wir doch mal hin. Viv? Ich hoffe, Viv. Sie ist nicht tot. Sie wohnt da oben ganz allein. Klar, weil die sofort nicht antwortet, ist sie tot. Tot! So. Gucken wir uns erstmal den Tisch an. Was steht Wichtiger. Auf der Tageskarte? Eine neue Suppe. Lecker. Hier ist alles schon geputzt für morgen. Tja, brauchst du nicht mal putzen, wa? Ich liebe das Essen hier. Wie gut muss es erst in China schmecken? Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Schmeckt bestimmt genauso. Ganz klar. Jetzt ist mit hin. Also gehen wir nach oben. Oder in die Küche. Oder wir gucken uns den Lampenschirm an. Sie hat schon ein Händchen für Deko. Wegen dem Lampenschirm. Würde gar nicht in mein Apartment passen. Ach, passt bestimmt. Küche nach oben, Küche nach oben. Ah, ab in die Küche. So. Schade, sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. Tja. Bisschen was anzugucken. So. Ist noch ganz sauber. Durch. Könnte noch nützlich werden. Genau. Direkt die Kelle mitgehen lassen. Ein paar gusseiserne Woks und Töpfe. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, hier gibt es mehr Woks. Fällt dir jetzt auf? Ich könnte wirklich etwas Suppe gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Ah, so eine, die ich mir gerade eingesteckt habe. Probieren wir mal aus. Jetzt ist der Topf leer. Hat die gerade die Suppe in die Handtasche gekippt? Hat sie. Okay. Hübscher Gasherd. Okay. Yep. Alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Jawohl, General. So. Guck mal, die Kräuter. Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. Ich kann kein Chinesisch lesen. Nicht? Learning by doing. Kochtöpfe mit Erfahrung. So kann man es auch ausdrücken. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. Genau. Mach mal auf der Flucht noch einen Kochkurs. Die müssen noch hängen. Ja, die Gänse. Enten. Finger weg von den Enten. Genau. Die sind schüchtern. Ganz schüchtern. Sie sind bereits leer. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ich bin nicht schwanger. Nur hungrig. Essensbehälter. Tja. Nicht schwanger. So. Ich glaube, darin wird das Essen geliefert. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Ja, der so sind wir cool, wohl nicht. Wie eine abgenutzte Schublade halt sein kann. Total cool. Nur Geschirr. Dann gucken wir uns mal die mittlere an. Die mittlere Schublade. Von allen missachtet, gerne übersehen. Also gucken wir rein. Handtücher und so ein Kram. Ah, deswegen halt. Dann nehmen wir direkt noch die andere Schublade. Eine Schublade. Spannend, spannend. Ja. Ja! Guck rein! Kleine Küchengeräte. Folterwerkzeuge. Kleine Küchengeräte. Essstäbchen. Für Leute, die mehr Übung haben als ich. Mr. Miyagi. Gabeln sind mir lieber. Faules Stück. Sojasauce. Hausgemacht. Auf mitnehmen. Das. Nein, danke. So, da. Hier haben wir.
Haben wir alles. Also gehen wir wieder ins Restaurant. Mit der Suppe in der Handtasche. Auf nach oben. Hep, hep. So. Liegt der im Bett? Ich sehe das nicht. Guck. Handschuhe voll mit Tinte. Färbt sie ihre Wäsche? Sie sind klar. Voll mit Tinte. Da liegt im Bett. Hat wohl bestimmt Fieber, oder? Das Licht ist zu grell. Könnte beides. Leer. Hm, riecht gut. Was auch immer das mal war. Zu schwer zum Herumschleppen. Ach. Sag mal, Regal voll Zeug. Papierhandtücher, Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Ja, aber hier deine Grundreinigung von deiner Wohnung. Viv liest 2 bis 3 chinesische Zeitungen am Tag. Ach, doch, ich würde kein Wort verstehen. Willst du Chinesisch lernen? Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Ja. Oh Mann, ich habe kaum noch Zeit. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Lern doch fließend Mandarin. Ein uraltes Gerät. Sogar die Programme darauf scheinen alt zu sein. Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Jetzt würde ich ihn aber drehen. Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Schade. So. Schleich mal so ein bisschen um sie rum und stöbern ihre Schubladen. Interessant. Was haben wir denn jetzt gemobst? Druckplattenrückseite. Abgeschlossen. Nicht. Ach so. Alles klar. Okay, jetzt habe ich außerdem gedrückt. Und nochmal. Nicht anfassen. Ach so. Okay. Alles klar. Warum nicht? Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verstört. Klang wie Onkel Adi im Radio. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Dann gucken wir uns das alte Foto so lange an. Sieht aus wie alte Familienbilder. Vielleicht Verwandte, die sie zurücklassen musste. Außer Wissen könnte niemand etwas damit anfangen. Och. Und das Bett gucken. Oh, eine weitere Haarklammer. Ja, ich sammle die. Ein ganz spannendes Hobby von mir. Ich bekomme doch nicht mal mein eigenes Bett gemacht. So. Ach, die Lampe haben wir noch nicht. Bis vor kurzem hing hier noch Vivs alte chinesische Lampe. Inzwischen ist sie bei mir in der Wohnung. Huhu, kein geklaut. Platz, um da etwas zu verstecken. So, dann. Das war sie. Heiß. Vor langer, langer Zeit. In Dessous. Ganz heiße Werbung. Die hängt da ganz gut. So. Ich werde nicht viel aus ihr rausbekommen in diesem Zustand. Musst du etwas lauter reden? Viv, alles in Ordnung? Meine Stimme, Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Natürlich. Danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Die habe ich bestimmt ganz zufällig. Hier, für da. Dich. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Oh, wo krieg ich jetzt Wintermelone her? Muss ich wieder runtergehen? Meine Stimme. Halsschmerzen. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Dann gehen wir ins Restaurant. Suchen wir Wintermelone. Was denn ist Wintermelone? Also ich
Wassermelone, Honigmelone. Melone. So, bisschen Kräuter, Sojasauce. Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. So. Was wollte Wiff noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Was wollte Wiff noch gleich? Wassermelone? Ja. Wintermelone war's. Welches ist das? Tja, hätte sie mal besser sagen sollen. So. Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Brauche ich nicht. Und brauche ich auch nicht kaputt zu machen. Ja, aber... Was wollte Wiff noch? Wintermelone. Wie komme ich denn da dran? Welches ist das? Wie komme ich denn da dran? Verflucht mich doch einer. Mit der Hackhammer? Oder Haarnadel? Das klappt nicht. Warum nicht? Was haben wir denn noch? Schallplatte, Notenblatt. Können wir was vorsingen? Können Bier in die Suppe geben? Das will einfach nicht funktionieren. Wieso nicht? Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Ja, dem kann ich so beipflichten. So, aber wo kriege ich denn jetzt Wintermelone her? Stäbchen? Herdknöpfe? Enten? Hallo? Krieg ich Wintermelone? Hallo? Ja, auch nicht. Ich darf hier erstmal einkaufen gehen. So, hallo. Wintermelone. Sag mir doch, wo ich die finde. Wiff? Meine Stimme. Halsschmerzen. Das weiß Kannst ich. Kannst du mir etwas Suppe geben? Hier für dich. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Ja. Zu schwer zum Herumschleppen. Wie krieg ich denn da die Wintermelone rein? Kalender, Regal voll ich Zeug. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Das weiß ja nicht. Du sollst die Wintermelone finden. So nicht. Hallo? Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Ja. Wenn du die Melone finden würdest, gibt's doch nicht. Hallo. Und Google ist auch noch nicht erfunden. Wintermelone. Er muss auch in der Küche sein. So, rechte Schublade. So. Ach, Gabeln sind mir lieber. Habe ich irgendwas übersehen? Sojasauce? Nein, danke. Nur Geschirr. Ist die hier irgendwo drin? Tücher und so ein Kram. Und hier. Kleine Küchengeräte. Kann ich damit irgendwas... Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Ja. Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Ja, dann gehen wir mal zu dem Topf hier. Hallo? Yep. Alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Wie kriege ich die Suppe jetzt wieder warm? Was wollte Wiff noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Ja, guck doch mal, da steht noch A-E. Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. Muss ich jetzt den Koch finden? Ist ja uncool. Komm hier wohl nicht weiter.
Knüpfe, das hatten wir alles, das haben wir. Dampfkocher. Auf keinen Fall. Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. Ja, machen wir Kochkurse auf unserer Flucht. So, aber... Notenblatt. Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Keine Chance. Ja, aber ich finde die hier nicht. Speiseplan. Wintermelone steht hier auf der übersetzten Seite. Ah. Und auf der chinesischen, da haben wir es ja. Zack. Dann suchen wir mal diese... So. Dann suchen wir das Zeichen. Mal die Schriftzeichen. Das hier vielleicht? Nein. Bingo. Ja, also zack. Et voilà. Wintermelonensuppe. Riecht lecker. Ja, und ab damit nach oben. So. Weiter geht's. Lauf schneller. So. Die kannelte Wintermelonensuppe übergeben wir jetzt an Ihre Bestellung, Ma'am. Suppe mit Wintermelone. Schlurf, schlurf. Bestimmt lecker nach oh, der Handtaschen. Danke, sehr lecker. Ja, richtig lecker. Ich habe selbst probiert. Geht mir gleich viel besser. Sieht man, bist fit. So. Vivian also. Wong, meine coole Vermieterin. Ja, von der Bruchbude. Schön, dass du mich besuchst. Ich glaube, das habe ich schon gefunden. Was hast du damals in China gemacht? Was soll ich als nächstes machen? Ich verschwinde mal. Nachtwiff. Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Einen Schlüssel vielleicht? Nein, ich... Warte mal. Er hat mir das neue Radio gegeben. Aber mein Neffe hat es mit auf die Arbeit genommen. Wo ist das? In der kleinen Oper bei der alten Telefonvermittlung. Gleich hinter Fragrance Alley. Na, toll. Was hast du damals in China gemacht? Kalligrafie. Aha. Und deswegen musstest du das Land verlassen? Ja, da habe ich vorher etwas Geld gemacht. Geld hilft immer. Okay. Was soll ich als nächstes machen? Worüber hast du mit meinem Mann gesprochen? Wegen der Miete. Wechseln wir mal lieber das Thema. Worüber hast du mit meinem Mann gesprochen? Ach, nur darüber, dass er mit dir ein besseres Leben anfangen wollte. Er wollte eine Werkstatt eröffnen. Davon wusste ich nichts. Ihr habt wohl nicht viel miteinander gesprochen, was? Doch. Aber es gab Wichtigeres. Aber natürlich. Zwinker, zwinker. Wegen der Miete. Du kannst mich in Jazzplatten bezahlen. Ich guck mal, was ich noch habe. Ich habe zufällig eins dabei. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Ich kann's echt nicht mehr hören. Denen passt es nur nicht, dass Joe dich ihnen weggenommen hat. Dieser Officer Grassy. Es heißt, er hätte ein paar Regeln gebogen, um Joe aus dem Weg zu bekommen. So, so. Den merke ich mir. Gib mir Zeit bis zum Ende des Monats. Gib mir Zeit bis zum Ende des Monats. Ach, bist du demnächst wieder flüssig? Ich weiß nicht. Kannst du mein Schloss austauschen? Kannst du mein Schloss austauschen? Jemand hat es aufgebrochen, als ich Joe besucht habe. Ich habe noch keinen neuen Hausmeister gefunden. Selber machen? Wirst du das Licht im Gang reparieren? Bezahl du erstmal deine Miete.
Wechsel mal das Thema. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Ich hab doch eine Schallplatte. Noch nicht. Vivian Gong, meine coole Vermieterin. Gut, also bezahlen wir die Miete für heute nicht. Und damit machen wir auch jetzt hier Feierabend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.